Wenn ein Baum krank ist oder zu dicht am Haus steht, sollte man ihn fällen. Dabei ist schweres Gerät überflüssig. Es reichen meist eine kräftige Elektrosäge, ein langes Seil und eine Astschere. Das oberste Gebot beim Baumfällen ist es davor, darauf zu achten, dass sich in Fallrichtung des Baumes keine Personen oder Tiere aufhalten. Zuerst eine Fallkerbe schneiden, dann in einem Zug den Fellschnitt sägen und eine Bruchleiste als Gelenk stehen lassen. Nach Sägen des Fellschnitts schräg nach hinten zurücktreten. Der Baum fällt dann in Richtung der Fallkerbe. Gegebenenfalls kann man mit einem Seil nachhelfen. Müsste man auf eine Leiter steigen, um den Stamm anzuschneiden, sollte ein Fachmann beauftragt werden. Das sollte man auch tun, wenn Gebäude oder Sachwerte beschädigt werden könnten. Bevor man einen Baum fällt, sollte man sich zudem erkundigen, ob dafür eine Genehmigung erforderlich ist. Ansonsten drohen Geldbußen.